Hier auf dem Podium begrüße ich beide Cheftrainer und darf zunächst unseren Gast Stefan Leitl um seine Einschätzung bitten. Ja, danke schön. Hallo zusammen. Ich finde, dass das Spiel grundsätzlich ganz ordentlich begonnen hat für uns. Wir hatten eine gute Struktur im eigenen Ballbesitz. Ich glaube, dass wir auch alles unter Kontrolle hatten. Waren dann aber nicht zwingend genug in der gegnerischen Hälfte, hatten ja viele Situationen gerade um die Box, wo wir den Ball zu schnell verloren haben, vielleicht auch nicht sauber weitergespielt haben oder den Abschluss auch nicht gesucht haben, und so haben wir eigentlich ja kaum Gefahr entwickeln können, mussten immer wieder aufpassen, dass wir nicht in Umschaltsituationen geraten. Ich glaube, dass wir in der ersten Hälfte das ganz gut kontrolliert haben. Trotzdem Rückstand, und dann wird es natürlich hier nochmal schwerer. Ja. Das haben wir dann in der Halbzeitpause auch ganz klar angesprochen, dass wir schon den Ausgleich wollen, um dann aufs zweite Tor dann noch zu gehen, aber immer mit dem Gebot der Restverteidigung, Konterabsicherung, dass es passt. Dann zweite Hälfte, glaube ich, haben wir druckvoller begonnen, oder ging es druckvoller los für uns, ein paar ganz gute Aktionen kreiert, machen den Ausgleich, und dann hat man schon gesehen, dass die Jungs dann auch wollten. Deswegen, die Bereitschaft war da, die Gefahr war trotzdem auch immer da, vielleicht dann doch noch in den Konter zu laufen. Und ja, deswegen ist es heute ein Punkt für uns, den wir uns aufgrund der zweiten Hälfte sicherlich auch verdient haben und hart erarbeitet haben. Und den Punkt nehmen wir heute gerne mit. Markus, dir natürlich weiterhin viel Erfolg mit deiner Mannschaft und alles Gute. Dankeschön. Vielen Dank. Markus, deine Einschätzung bitte. Na, ich glaube heute insgesamt, dass meine Jungs ein gutes Spiel gemacht haben. Das war taktisch richtig gut und richtig clever agiert haben. Hannover als eins der Spitzenteams in der Liga, und das hat man heute auch gesehen, dass in diesen kleinen Momenten am Ball, um den Ball einfach sehr, sehr gut sind und natürlich auch immer eine Gefahr nach vorne ausstrahlen. Und wir haben, glaube ich, die Räume gut zugemacht, haben das richtig gut und clever verteidigt. Natürlich Hannover immer im Ballbesitz, mehr im Ballbesitz. Wir haben diese Ballbesitzphasen wenig gehabt, aber wir waren immer gefährlich. Man hat immer das Gefühl gehabt bei diesen Umschaltmomenten, dass wir gefährlich sind, machen dann nach einer Hereingabe von Time macht Ivan dann das Tor, haben dann nochmal in der ersten Halbzeit diesen Top-Umschaltmoment mit Franco, der allein aufs Tor zugeht. Da wünscht man sich natürlich das 2-0, da geht er durch und verliert dann so ein bisschen den Fokus. Da kann man das, glaube ich, natürlich gut zum Abschluss bringen, das hat er nicht ganz geschafft, aber diese Momente haben wir immer wieder im Spiel gehabt und auch in der zweiten Halbzeit. Wir wussten, dass Hannover aufs Tor drückt, hat natürlich auch Möglichkeiten über Flanken, über ihre gefährlichen Stürmer, immer wieder gefährlich ins Zentrum zu kommen. Und wir haben diesen Moment gegen uns gehabt. Aber ansonsten hatte ich am Ende nicht das Gefühl, dass ein Tor in der Luft liegt. Na klar, kann über eine Ecke, über so eine Flanke immer noch mal was passieren. Aber wir waren eigentlich immer da, haben in der letzten Reihe gut verteidigt. Die Jungs im Mittelfeld haben die Lücken gut zugemacht. Und wir haben so halbe Möglichkeiten gehabt, wo der letzte Punch gefehlt hat. John hat zwei, drei Möglichkeiten gehabt, die er schon mal gemacht hat, so mit einem langen Sprint. Da waren diese Möglichkeiten, um eventuell das Spiel zu gewinnen, zwei, drei Situationen im 16er, um den 16er rum, die gut waren. Und deswegen glaube ich, dass dieser Punkt für uns verdient ist. Wir haben, wenn ich gegen andere Spitzenteams denke, so in der Hinrunde haben wir auch schon mal gepunktet, aber da haben wir hinterher gesagt, oh Gott, das war aber glücklich heute und wie haben wir das hingekriegt? Ich glaube heute nicht. Heute haben wir eine defensive Kontrolle gehabt, haben gefährliche Momente gehabt, haben eine gute Disziplin, eine super Ordnung gehabt, kämpfen tun die Jungs eh, und deswegen ist dieser Punkt hoch verdient und am Ende auch sehr, sehr wichtig für uns. Ja, euch auch alles Gute, gebt weiter Gas, in diesem Sinne. Vielen Dank, Markus. Gibt es Fragen an die Trainer? Dann bitte ich um ein kurzes Handzeichen. Wir beginnen hier in der zweiten Reihe mit Kevin Schwank von der Bild-Zeitung. Herr Stefan, moin moin. Ihr hättet heute auf Platz 3 springen können. Wie enttäuscht bist du, dass es nicht geklappt hat? Und zweite Frage vielleicht hinterher. Marcel Halstenberg heute auf links. Bist du zufrieden? Wie ist diese Umstellung für dich aufgegangen? Ja, wir haben einen Punkt auf Platz 3 aufgeholt. Ich weiß, dass der eine oder andere vielleicht
heute nicht zufrieden ist. Ich habe euch immer gesagt, dass es für uns grundsätzlich wichtig ist, zu punkten. Am liebsten natürlich dreifach. Auswärts punkten, zu Hause gewinnen. Dann gucken wir mal, was der Punkt heute in Wiesbaden wert war nach dem nächsten Spieltag. Zu Halste, ich glaube, man hat gesehen und Markus hat es ja auch ganz gut schon beschrieben, dass die Wiener natürlich auch sehr viel Tempo haben, ja, in den Umschaltmomenten, und diese Situation gerade in der ersten Hälfte holt Bright natürlich überragend auf, und deswegen glaube ich, war es auch heute richtig, ihn im Zentrum zu haben und Halste eben am Flügel, gerade mit seiner Ruhe im Spielaufbau. Ich habe das schon erwähnt, wir hatten in der ersten Hälfte Spieler 3-4 überragende Bälle, ja, wenn wir da bisschen ruhiger sind, wenn wir ins Aufdrehen kommen, dann hast du 1-gegen-1 Situation an der letzten Kette und kommst zu einer Torschuss. Deswegen glaube ich, war das heute ganz okay so. Gibt es noch weitere Fragen? Wenn das nicht der Fall ist, sage ich danke an beide Trainer, wünsche unseren Gästen eine gute und sichere Heimreise und ihnen noch ein schönes Restwochenende. Danke, tschüss. Tschüss zusammen.